Guten Morgen. Es geht los. Dienstag ist es. Geht los. Heute noch nie, er hat da nicht so eine Heißexplosion. Hier ist so alles verschwommen und behalten. Tja, so ist es. Mit dem Leben schnell. Kann es vorbei sein, mit einem, von einem aufs andere Mal, ach, ist ja jedes Mal so, ist egal, wenn dein Inner stirbt oder so, egal ob Mensch oder Tier, dann zeigt einem das immer wieder, wie schnell es vorbei sein kann. Und wie wichtig es ist, jeden Moment des Lebens zu nutzen und mit den richtigen Leuten zu verbringen, nicht mit Zweckbeziehung oder so. Und wie nichtig Streitigkeiten sind, wie irgendein Piss. Scheiße. Oh Mann, oh Mann. Musste ich mal kurz loswerden. Oh ja, es tut mir echt leid, aber. Ja, was soll man sagen? Tja, irgendwie ist man immer so nachdenklich, ja? Was das denn überhaupt. Ich stehe hier im Keller noch. 12 Stunden jeden Tag. Draußen tobt das Leben. Aber ist auch wichtig. Muss ja auch jemand machen. Naja, ja, wie auch immer. Genießt das Leben, geht raus. Kinders, macht was draus. Wir sehen uns bis gleich. Jetzt zieh ich auch noch mal raus. Und dann ja, gucken wir mal. Wird schon, sieht ja immer weiter. Und ja, und auch wenn ich irgendwann nicht mehr bin, geht's weiter. Meine Kinder da und deren Kinder und da heißt es auch. War alles für was gut, so sagt man nicht. Zeig hinten, hier springt gerade. Ja, muss ja auch sein, die Pflanzen dürstet. Und heute machen wir die andere Baumscheibe noch fit, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, was wir noch. Hier noch passiert, ey. Was denn los? Zeig mal. Naja, ist noch nicht 11 Uhr. Sag mal so, bis 11 Uhr ist hier fast nichts los. Entweder ganz früh kommen sie alle oder ab 12 Uhr eins. Mittagspausenwelle. Mittagspausenwelle und Feierabendwelle habe ich. Ich würde mal sagen, geht los. Geht los! Ja, ich würde mal sagen, ich baue das Vorderrad um, das mache ich draußen. Ist das ein 26 Zoll? Oh Alter, was ist denn los mit mir? Das ist ein fucking 26 Zoll. Ey. Schön, gut, dass wir darüber geredet haben. Also baue ich gar nicht um. Fick doch die Henne, ey. Total nicht zurechnungsfähig. Falsche Vorderrad gekauft. Ja. Vorderrad.
Ja, genau. 28 Zoll. Silber. Schnellspanner. Was braucht man? Jo, der erste Auftrag um 12:30. Ich glaube, es ist zu warm für die Leute. Viel zu warm. Ja, und dann halt noch so ein Mika-Auftrag. Ich glaube doch, dass das eventuell ganz gut ankommt. Schaltzug wechseln. Ja. Mensch, der sagt ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe jetzt einen neuen Zug eingebaut, das kann ich dazu sagen.
Nein, Schaltzug. Jetzt brauche ich eine Zange, um die Endhülse aufzuquetschen. Was hat er denn? Er sitzt draußen und schreit los, als er mich sieht. Grüß dich, Chef. Moin, Hans. Ich. Ja? Ach so, moin, Hans. Moin, Hans. Ja. Ja, war voll, ne? Deswegen habe ich umgestöpselt. Ja, ja, das ist schön. Prima. So, kleine Geschenke halten die Freundschaft. Guckst du mal hier, Batterie? Ach, siehst du. Für dein Prüfgerät? Ja, los. Arbeit ist durch bei dir. Ah, bei mir nicht viel. Hä? Das ist tote Hose. Ja, und das heute Morgen, gestern früh, hat er sich aufgeregt und hat gesagt, Herr, das ist ja heute bei euch so ruhig. Sagt er, wieso? Ich sag, keine Ahnung. Sagt er, wenn der Hausmeister, der Haus schon da ist, sagt er, wird er die Frau dir auch nicht im Maul aufgemacht. Was ich meine? Hat der gesagt. Was für ein Quatsch. Was ist doch Blödsinn. Immer schön artig, der Chef ist da, immer schön artig sein. Nicht so laut, immer schön artig sein. Mann, ey. Verstanden. Du nicht, du darfst alles hier. Ja, gerade verstanden. Nicht so laut. Auf ein guter Balkon, wenn du Ruhe irgendwo. Das ist es. Danke. Ich glaube, wir müssen mal zusammen Karten spielen oder so. Mit dir? Nee, ihr! Na, rede. Na, ich kann nicht Karten spielen. Zeig dir. Das, wo kann ich tun? Das weiß ich nicht, wie das geht. Zeig dir. Ja. Bring Geld mit. Ja, na wenn es nicht kann, bringe ich Geld mit. Ja, klar. Ich will. Da kommt er wieder. Der kann ja bloß mal im Auge oder irgendwas. Nicht ja auch. Oder schwarzer Peter. Der weiß ich gar nicht, was das ist. Nehmen wir einen Wunder dazu und dann machen wir eine richtige Pokerrunde. Pokern? Nee. Pokern. Höchstens Skat, aber selbst da verliere ich immer. Na, das freut ihn, freut ihn umso mehr. Das ist ja schön. Das ist ja das Schöne. Dann machen wir eine Pokerrunde. Und alle verlieren. Und alle verlieren. Außer du hältst die Bank. Hallo Carsten. Er macht die Schiedsrichter. Der kann pokern, da musst du aufpassen. Sicher. So, also da musst du den Messbereich einstellen. Ja. Nee, die Messart und hier den Messbereich. Also das wäre jetzt bis 2000 Kilo Ohm, so richtig viel. Ne? Das ist so konträr. Mal hast du irgendwie 5 Stück in einer Stunde, die kommen. Dann hast du wieder stundenlang nichts zu tun. Heute habe ich einen Mini-Auftrag gehabt und den von gestern hier noch zu machen, wo ich was bestellen musste. Ja, da kommt man ja zu nichts. Ja, genau. Du musst ja da bleiben. Du musst ja am Telefonieren. Dann habe ich endlos Befunde wegsortiert. Dann habe ich von gestern noch, die auch nicht gemacht wurden, unsere Faxe bearbeitet, die kriegen wir ja auch online. Ja, einspeichern, ausdrucken, vorlegen, nicht vorlegen, ausdrucken, sortieren. Mann, bist du klein. Was ist denn da los? Guck mal her. Richtig schön. Ja, also. Ich hab Hunger. Willst du mal einen Engel sehen? Wollt ihr mal einen Engel sehen? Na. Ich hab Hunger. Ein Engel, der Hunger hat. Zu essen. Hast du was gegessen? Ja, Kümmelbrötchen habe ich jetzt. Kann ich vom Bäcker irgendwas holen für uns? Ich hab nicht so viel Zeit, wo ich es gar nicht bald abholen muss. Also deswegen nur vom Bäcker, wenn wir es sehen. Muss frisch sein. Ich muss gucken, was die da sind. Das machen wir nicht mehr. Ich muss raus. Achso, du musst fertig. Die Schraube ist fertig. Und schauen wir mal. Dreht lange mit Geräuschen. Ja, warte mal hier.
Also muss es raus. Fertig aus. In anderen Fahrradläden sind gerade mal so 2 Wochen Wartezeit wegen sowas. Also, jetzt schaffen wir diese Woche überhaupt nicht mehr. Nächste Woche wird auch schon eng. Kommen wir in 2 Wochen wieder. So. Ich frage mich allen Ernstes, ob das so ist. Oder ob das nur gesagt wird. Kommen wir in 2 Wochen wieder. Damit sie denn irgendwie nach 3 Tagen anrufen können, sagen können, ja, du, dein Rad ist fertig, wir haben uns ein bisschen beeilt. Und dass man so besser dasteht oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand 3 Wochen wartet auf sein Rad. Also nicht wegen sowas. So kann man immer positiv sein. So, ich habe gesagt zu ihm, er kam jetzt vor einer halben Stunde, habe zu ihm gesagt, komm heute Abend wieder, ist es fertig oder auch nicht. Wie man sieht, kann man sich dabei auch ganz schön anarschen. Ich schau mal. Total platt gedrückte Murmel da drin. Völlig platt. Das ist nicht mehr rund. Hol ich ein neues Lager und baue das wieder ein. So, da ist er wieder. Neues Lager. Immer mit Fett. Aber bitte nicht welches woran sich tut. Tja. Toll, toll. Um Himmels Willen, was hast du für ein Fahrrad, ey? Was ist denn hier? Holter, Holter, die Polter. Ey. Jetzt hast du ein gutes Lager drin. Auf alle Fälle, ich möchte mal sagen, der Anfang ist gemacht. Das Lager ist gut. Hinten das Rad austauschen. Das ist ja total, das poltert ja in der Narbe drin und eiert wie Sau. Weg damit. Und nach baust du dir das Rad auf gut um. Wie gesagt, ich habe ja nicht anders gestartet. Ja, auch so. Ne? Stand ich denn da? Schon besser. Jetzt höre ich
Stadtkunft. GT. Wahrscheinlich viel zu teuer. Weil ist ja alle dran kaputt. Aber ihr fällt mir, erinnert mich an früher. Naja, Tommy wieder. Retrowelle. Nächste Video, was ich produziere hier, ist: Warum hängt man keine Einkaufstaschen an den Lenker und fährt damit Fahrrad? Weil dann so etwas passieren kann. Speiche gerissen. Fantastisch, Leute. Richtig gut. Und einen Überschlag könnt ihr auch noch machen. Und dann könnt ihr euch noch sämtliche Knochen reißen, sozusagen. Das ist nicht gut. Das muss ich jetzt hier beheben. Hier bei dem Fahrrad ging es glimpflich ab. Es hat nur das Rad getroffen. Aber auch das muss repariert werden. Auch das kostet Geld. Das kostet Zeit. Ich habe mir auch noch eine Speiche hier gleich in den Finger gerammt. Zum hier von den Dingern. Ey, oh, was für ein Idiot ich auch bin. Das durchzudrehen. Alter, was für ein Scheiß. Ja, so eine blöde Pisse. Egal. Muss trotzdem gemacht werden. Das mache ich jetzt. Ich lasse jetzt erstmal die Luft ab hier. Damit meine ich nicht in diesem Video, sondern hier so. Zack, zack. Danke für die Luft. Ja, bitte. Die andere. Die und die. Hast du sie gefunden? Ja, die sehen ja anders aus. Das sieht man so. Ein bisschen erkennt man sie. Und damit werden sie wohl gespannt, ja? Genau. Aus. Aha. Deswegen. Ja, willst du das sein? Ja. Mhm. Das ist ja mal machen. Mal, wie wir draußen machen. Heute ist der Sommer. Genau. Open Air. Einen edlen Aschenbecher. Bernstein? Nein, Bronze, aber es ist aber Guss. Es ist keine Stanzenzeug. Bronzeguss. Ein Auerhahn. Mhm. Mensch, warum denn ein Auerhahn? Hier ist nämlich eine Signierung. Lauchhammer. Genau, Lauchhammer. Sehr toll. Lauchhammer ist ja bekannt. Die größte Bude gewesen. Das ist vom Märkischen Museum 1964. 90 Jahre Märkisches Museum. 1962 muss eine Olympiade gewesen sein. 64 war, oder? 72, genau. 64, 68, 72, genau. Flamme des Lichts der Jugend der Welt. Hier im Märkischen Museum. Das hier wäre eine Völker der Erde und Frieden nur diene. 100, auch 100 Jahre im Märkischen Museum. Das scheint irgendwie aber von der Sekten zu sein, das ist nicht definierbar. Das ist jetzt mal in Klammern. Das Tor. Und das ist Todestag von Abtruschin. Der war von der Kralsbewegung. Kennst du das? Abtruschin? Das Tor. Zu. Hast du noch eine Tüte irgendwo oder war eine ohne? Ah, ja doch, eine Tüte hier. Das sind noch zwei Tüten so, ja. Die große war für den Ascher. Der Lauchhammer, hast du gesehen, ja? Ja, ja. Schon. Also ich hoffe, ich habe heute dir ein bisschen was Besseres mit dir gemacht. Hm?
ist wichtig. Danke. Was möchtest du da was haben? Hä? Kann ich dir da was vergeben? Nächstes Mal ein Getränk vorbei. San Pellegrino habe ich gesehen. Magst du, ja? Ja, das trinke ich viel. Wasser? Das trinke ich viel. Alles klar, es gibt zu wissen. Alright. Oh, ich habe dich vermisst. Ja, es ist jetzt ein Maximum an Länge, aber ich weiß nicht, ob das natürlich... Ja, ob das das Teil ist, genau. Das ist natürlich schon dann fest an die Kette, aber es ist jetzt egal. Ja, aber das geht ja nicht ab anders. Nee, aber es ist auf jeden Fall schön gemacht. Jetzt nicht an. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Nee, ja, ich noch was drin, mach mal. Nee, das ist doch gleich. Mit Tier musst du loslassen. Hallo. Ja, ja. Das ist doch schnell, der Schlauch. Ich steck mich doch gar nicht. Ob mit Sonnenbrille oder ohne Sonnenbrille, du Nase. Ab jeder. Ich kann dir nicht knutschen. Das ist so gut. Ich bin Bart. Das kannst du vorher erstmal rasieren, das sieht ja aus. Das sieht so gut aus. Wie mein Mann seiner. Das ist immer gut aus, wisst ihr? Das sieht so gut aus. Hast du eigentlich einen Job? Ja? Erst nach Termin. Wo? Sicherheit wieder. BER? Wahrscheinlich. Die haben noch 3 Jahre gut. Na, warum nicht? Das will mich ja keiner. Nee, nicht mit den Alter. Ja, was soll ich denn da machen? Die Fußball ablecken oder was? Nee, im leeren Ding rumlaufen. Ja, ja, toll. Objektschutz doch. Ist ja, sowas werde ich auch machen. Naja. Bestimmt nicht dahin. Du, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, bitte. Und ich komme gerne wieder. Ich bin hoffentlich hier. Ja, ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren nicht unbedingt ändern, oder? Von mir aus. Von mir aus nicht? Von mir aus nicht. Ich weiß ja nie. Das stimmt. Hier in der Gegend. Das ist dein Wort in Gottes Wort. So, wo hast du das Verhalten gestellt? Ich ein Anblick, den man gerne sieht. Hast du alles schon gesehen? Ja, da kommt er. Wo? Oh. Da hinten. Alles gut. Heute hat ein anderer Draht. Schlittschuhrad. Oh, das ist gut. Ja, steht jetzt, wie gesagt, Olauer Straße, steht auf der Straße seit 3 Tagen, jetzt noch da. Da muss ich kommen von Arbeit, geschwitzt, um das zu holen. Und du sitzt hier, hältst Maul auf dem Pfeil wie kann ich und hältst bei den dir, jungen Mann von der Arbeit. Wie kann ich ja, das bloß bei dir gut machen? Am Ende bin ich das dann immer, alle wollen meine Zinsen. Rothschilds sind böse Menschen, so, ja. Clara ja, Zetki. Alle, die das behaupten, sind Antisemiten. Antisuniten. Pro-Performer. Pro-Performer. Pro-Former. Per se Pro-Former. Hey, da ist noch mehr. Hey, was schießt du denn? Der schießt jetzt, also wirklich. Der sitzt, der steht nicht. Wirklich, Bresig, ne? Wirklich, hat er. Ist eigentlich Bresig, ist aber, wie heißt er? Der ist da Rezicken. Rezicke. Die Rezicke.
Naja, du musst mal die Hundescheiße die und abwischen hier langsam. Das Vogelkot. Ja, genau. Den wollte ich ja sagen. Nee, wo lagert er denn ein? Bei dir? Da hat jemand einen Kaugummi liegen lassen. Der hat doch runtergeklebt. Das war was, mach das doch gleich fertig jetzt. Zack, Alter, ranschrauben, fertig. Ich muss schweißen. Nee, ranschrauben, fertig. Jetzt ja, muss der Diagonale ran. Nee, ranschrauben, fertig. Aber eine Diagonale ran. Da ist ja noch mehr. Das können wir vielleicht dann gleich um Eck bauen. Ich fahre jetzt gleich nochmal zurück. Soll ich mitkommen? Der kann mitlaufen. Doch, der muss sich mal bewegen. Moin, moin. Ich schlage das erstmal auf. Ich hab's ja nicht gewusst, dass Alex da losgeht. Der Brett kommt, der hätte mir was sagen können. Ich bin erst dann auch zu Hause. Der war doch auf dem Poolplatz. Ach so. Sowieso. Oder hätte er gleich mitgebracht. Ist doch hier. Der ist jetzt nicht wegen dem Brett losgegangen. Da macht der mal keinen Kopf. Der ist Poolspielen gewesen. Das kann ich nicht wissen, weil wo sein Motorrad war da und sein Motorrad, und das Federrad war ja auch da, gedacht, dass er arbeitet. Ja? Neues Codewort, wenn eine Frau jetzt so unverschämt gut aussieht und zu viel Haut zeigt, dann ist das Codewort immer Burka. Dann weißt du Bescheid, ne? Burka? Burka, ja. Man muss dann bei Burka immer gucken. Was ist, wenn die Leute in den Müll reinwerfen? Ist nicht schön, oder? Ich hab Alster. Das ist respektlos. Ich hab ein respektloses, alkoholfreies Alster für mich. Oder? Absolut respektlos. Mhm. Auf arbeitende Leute noch Müll zu werfen. Genau. Oh, ja. Ist sowas eigentlich wie Hochverrat? An der Ehre der Arbeit. Ich komm gleich. Hab ich einen Plan? Du bist vom Blitzdingsbums. Perceptions. Auf. Rottler. Ja, hier. Burka, mach mal die Burka auf. Perception ist Reality. Reality ist Perception. Oh, das ist Heidi. Gretel. Annie Gretel, ja. Hier so ran. Würde gut aussehen, oder? Mal so ehrlich. Und das ist jetzt. Ja, ich dachte, hast du für mich mitgebracht. Ja, schon, aber zum also, ordentlich. Zum ordentlichen Skeleton. Hier, mach mal auf. Wild at Heart. Da hat sich Alex angemeldet. Ja, für die Dinger, ja? Ja. Für die Roller mieten oder wie? Ja, wir da mieten. Gut, ich sag tschüss, bis morgen. Wolfgang sagt auch tschüss. Ja, tschüss, bis morgen. Wir sehen uns. Morgen wird wieder ein schöner Tag. Aber morgen früh nicht, aber ich komme dann ja abends wieder. Weil ich wüsste nicht, wie ich das morgen vormittags schaffe.